Ja, hallo Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play auf dem Amiga und wie ihr seht, wollen wir heute Last Ninja 2 spielen. Und zwar Last Ninja 2 habe ich ja schon mal auf dem Commodore 64 angespielt oder habe es fast bis zu Ende geschafft, aber dann irgendwie hat mich der Helikopter, wollte mich nicht mitnehmen. Und ich habe damals schon gesagt, ich will natürlich auch die Amiga-Variante spielen. Und deswegen werden wir das heute mal versuchen. Ein Spiel von 1990, also für den Commodore 64 kam es 1988 raus. Und für den Amiga 1990. Unter anderem dann auch 1990 für den Atari ST und PC-DOS und ja, noch ein paar andere Systeme. Und wir steigen mal ein. Und das absolut Geniale ist, wie gesagt, hier die Musik. Liebe ich ohne Ende. Ist richtig, richtig gut gemacht. Und wir starten hier. Hier sind wir zum Beispiel wieder ja, nun hat man immer gesagt, die Amiga-Version soll jetzt nicht so sonderlich toll sein, also ja, grafisch eigentlich ganz gut, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, aber mal kämpfen, mal den erstmal besiegen, ja, komm, komm Bursche, komm. Eine. So, und hier ist halt immer bei dem Spiel dieses, ja, das pixelgenaue. Und da haben wir es geschafft. Oh, das meine ich. Aber wie gesagt, ich persönlich finde auch die Amiga-Version ganz gut. So, haben wir den Schlüssel. Die Levels sind schön gestaltet. Also, ich habe jetzt auf dem Amiga nie so viel gespielt. Ich habe es immer mehr auf dem Commodore 64 gespielt, weil ich ja, wie gesagt, erst eine ganze Weile später einen Amiga hatte. Jetzt nochmal natürlich hier. Mal zurück. Ah. Ja, man muss ja wirklich. Jetzt ist der uns ja nicht hier auch. Oh, wir haben schon mehr viel erkommen. Ja, haben wir es geschafft. Ja. So, und das weiß noch. Hier hinten ist jetzt das erste Teil von. Ja. Na. Ja. Da haben wir es gefunden. Jetzt ist schnell weg hier. Bevor der Kunde aufwacht. Ja, wie gesagt, die Musik ist genial. Also wie gesagt, ich finde es persönlich jetzt man muss doch nicht immer kämpfen, man kann doch manchmal wenn es geht, aber es geht nicht. Ach du Kacke. Ja, das ist jetzt das Einzige, das ich hier gemacht habe, und zwar wir haben unendlich Leben, weil hier kommen noch Passagen, da ist es wirklich, also da wird es dann wirklich heikel, habe ich ja auf dem C64 immer leben gelassen. Aber da hatte ich halt damals kein unendlich Leben. Da musste ich halt wirklich. Kommt der nur hier? Und ja, immer ihn treten, tret ihn.
Ja, das sollten wir packen. So, und jetzt war, glaube ich, hier im in dem Eingang. Jawohl. Und da haben wir unsere erste Waffe. Und die setzen wir natürlich ein. Warte mal, bis der Knurren vorbei ist. Ja, man muss auch nicht immer kämpfen, man kann es auch manchmal ein bisschen umgehen. Haben wir da den Vorteil mit unserer Waffe. Und hier, Freunde, hier sind jetzt Ninja-Sterne. Die nehmen wir uns. Und wir müssen natürlich hier rein. Und jetzt hier kommt hier so ein Klon. Karte nehmen wir auch mit, obwohl ich nicht so richtig gewusst habe, was man damit machen können, aber ist egal. Und vom Hochklettern, und jetzt kommen wieder so eine Sprungpassagen, wo ich manchmal die Steuerung gehasst habe. Ah, da seht ihr es, immer zu weit gehoppt. Ist natürlich bitter, aber och Mensch! Ein bisschen konzentrieren jetzt. Ihr seht schon, es ist nicht ganz so einfach. Aber macht immer noch riesen Spaß. Oh! Ja, diese Sprungpassagen sind wirklich zum Teil schon ganz schön knifflig. Aber wir versuchen das mal ein bisschen. Gut, brauchen wir nicht mal zurück. Haben wir jetzt unseren Stab? Haben wir den? Gucken wir. Ja, haben wir. Gut. Auch aufpassen. Wenn wir jetzt irgendwas in der Hand haben, dann können wir hier nämlich nicht runtergehen. So, und jetzt ab hier. Jawohl. Jetzt würde ich gerne mal mit den Wurfstern versuchen. Haben wir daneben geschmissen. Ach, könnt ihr. Machen's. Wird nicht mit den Wurfsternen treffen, nicht, aber hier kann man. Und jetzt einfach mal wegmachen. Und jetzt brauchen wir nämlich einen Schlüssel. Und also diese Pixel genaue. So. Und aber noch sind wir nicht aus dem Park raus. Jetzt beginnt nämlich hier, das ist zum Beispiel. Oh, beim ersten Mal schafft, da bin ich ja früher nicht da. Hoho, wie oft bin ich da auf die Fresse gefallen. Ja, wir gehen nochmal hinter. Jetzt zurück.
Nein! Diese Bienen machen uns nämlich auch zu schaffen. So, und jetzt haben wir hier. Jetzt müssen wir wieder unseren Stock auswählen. Und das Boot anschieben und dann ab zurück. Und nicht ins Wasser springen. Ah, hätte man ein bisschen weiter rüber müssen. Aber egal. Das sollten wir hinkriegen. So, jetzt haben wir's. Und da haben wir es auch geschafft. Da bin ich früher wirklich dran verzweifelt. Das kann ich euch sagen. Und schon sind wir im Level 2. Und zwar in den Straßen von New York. Ja, wie gesagt, das Spiel ist, hat mir früher auf dem C64 extrem viel Spaß gemacht. Ich habe es dann später auch mal auf dem Amiga gespielt. Und auch mal Tagas T. Ja, und hört auch mal diese absolut geile Musik an. Die ist Kult. So, und wir gehen erstmal nach hier. Erstmal zurück. Mal eine Waffe aussuchen. Der ist clever. Hier mal hin. So. Haben wir einen Hamburger. Upp. Holen wir mal wieder unsere Waffe raus. Ah, hat er uns. Na, warte, du Gnome. So, jetzt gehen wir mal hier hinter. Da haben wir. Und jetzt müssen wir wirklich gucken hier bei den Ampeln, wenn nämlich man muss grün sind. Sonst werden wir nicht überfahren.
jetzt haben wir es gut, jetzt haben wir ihn genau da, wo wir haben wollen. Und da würde jetzt alles kalt kaputt gehen. Wir laufen mal nach hier. Und da schmeißt einer mit. Genau das meinte ich. Waren wir ein bisschen zu spät. Warten wir mal, bis hier wieder grün ist. Und dann laufen wir los. Okay, da muss der rot haben, weil auf der anderen Seite. Aha. Okay. Oh. So, nur hier hinten rein, die Tür einlatschen. Und da haben wir jetzt ein Schwert und das nehmen wir uns. Und jetzt haben wir natürlich das natürlich sehr gut. Weil damit können wir schon ordentlich Schaden machen. Ich will mal zeigen. Na komm, mein Guter. Oh, jetzt nehmen wir hier rüber. Und da wäre mal hier hinter. Wir müssen noch so ein, ja, so ein, ich sag mal Penner, einen Penner finden. Der, da braucht man nämlich noch seinen Schnaps, dass wir uns ein bisschen brauchen wir nämlich dann für die Kanalisation. Ich denke mal, das war hier. Der ist noch nicht, der schläft noch. Also hier lang. Wir warten auf grün. Na komm. Und dann rüber. Jetzt gehen wir mal nach hier. Nach hier. Hier schmeißt er ja noch Steine raus. Hier, das meinte ich. Da ist die Flasche. Da ist die Flasche. Die wir uns jetzt nehmen. Und da haben wir sie.
Und jetzt können wir hier zum Beispiel rüber. Jetzt rüber. Unser Schwert. Ja, das macht ordentlich Schaden. So, jetzt müssen wir da hinten rein. Und da ist nämlich der Schlüssel für den Gulli. Da haben wir ihn schon. Und jetzt geht's wieder zurück. Und ab geht er. Ihr seht schon, macht mir wirklich Spaß. Wie gesagt, grafisch hätte man vielleicht ein bisschen mehr aus einer Mega rausholen können, aber wie ich finde, sieht ganz ordentlich aus. Denke ich mal, kann sich sehen lassen. Steuerung ist, ja, geht eigentlich, finde ich jetzt nicht so. Wow. Ah, da waren wir schon zu schwach. Aber jetzt ist er fertig. So, und jetzt mal den. Und jetzt beginnt, jetzt muss es pixelgenau werden. Ach, das habe ich gewusst. Ah, das ist jetzt dieses verdammte Pixelgenaue. Ach, jetzt haben wir es geschafft. Ja, das meinte ich, dass dieses Pixel genauer ist. Hätte man vielleicht ein bisschen anders lesen können. Das ist im Prinzip schon auf dem C64 schon schlimm, aber auf dem Amiga ist es eigentlich noch schlimmer. So, und wir sind, wie ihr seht, in den
In der Kanalisation. Und wir tun natürlich als erstes, nehmen wir uns mal unser Schwert raus und dann geht's schon los. Und der kriegt gleich auf die Hucke. Und hat uns auch eins auf die Hucke gegeben. Mistschwein. Sag ich mal. Ja, komm. So. Jetzt haben wir relativ gut. Da ist ein Schlüssel, den brauchen wir natürlich. Und den werden wir uns auch nehmen. Dann wieder zurück. Und jetzt wollte ich mir interessieren, kann man hier hochspringen? Nein. Und wir probieren es nochmal. Hä? Halt ab, du Rindvieh. Legst du das hier weg? Wie komme ich denn da rüber? Also das Springen ist schon wirklich eine Herausforderung. Mensch, leck mich doch.
Jetzt aber. Jetzt ist der aber dann weh hier. Knolle. Ey. So ein Rattensack. Mann, das ist ein bisschen mit diesen, ja, wenn man so genau alles springen muss. Das ist ein bisschen unglücklich gemacht, sage ich ganz ehrlich. Nee, ist ja gut und schön, dass man. Wahrscheinlich muss ich jetzt in der Kacke. Sag mal, wie komme ich denn da rüber? Ich drehe durch hier in der Kacke. Tja. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir beenden hier mal den ersten Teil. Ich spiele es auf jeden Fall weiter. Aber ich will jetzt auch nicht die unzähligen Versuche aufnehmen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt bei The Last Ninja 2 und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Selbstverständlich abonniert meinen Kanal und wie gesagt, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Last Ninja 2 auf dem Commodore Amiga. Also, macht's gut. Tschüss.